Liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Unite! In der letzten Folge bin ich in die Veteranenliga aufgestiegen, bin jetzt inzwischen Veteran Class 5. Heißt, ich bin genauso wie beim letzten Mal jetzt ein Match vor Ultra entfernt. Ultra ist quasi die vorletzte Stufe, die man in Ranked überhaupt erreichen kann. Und ich bin sehr stolz darauf, dass ich das vielleicht erreiche in Solo-Queue, weil keiner mit mir spielen will in Ranked oder ich vielmehr nicht mit irgendjemandem spielen will oder auch keiner so toll ist wie ich. Wir werden hoffentlich, alles klar, Cinder-Ace bekommen, ist einfach mein Main, ich kann nichts anderes, sorry, ich bin ein One-Trick-Pony. Und wir kriegen als netten kleinen Helferling anscheinend ein, man weiß es noch nicht. Wir sind top mit, okay, mit Eldegoss, das ist nett. Nope, es ist doch ein Pikachu geworden. Okay, ich kann auch mit dem Pikachu leben. Die haben einen Lucario. Ist Lucario nicht eigentlich ein Jungler? Und der geht richtig... Oh Gott! What? Der geht so krass rein und macht dabei so viel Damage. Ist das dein Ernst? Er kommt damit auch noch durch? Okay, unfassbar. Die haben leider ein Absol. Absol ist mega stark. Ich hoffe, das ist ein schlechtes Absol, denn ich hätte schon Bock irgendwie auf die Ultraliga. Schauen wir mal. Ich habe jetzt sehr, sehr viel umgestellt in diesem Spiel. Ihr seht zum Beispiel unter meiner Lebensleiste, da ist jetzt so eine kleine Leiste. Die ist jetzt gerade, weiß ich gar nicht, auf der zweiten oder dritten. Auf jeden Fall ist das die Anzeige, wie viele Hits man gemacht hat. Also ob zwei oder dritter Hit ist, weil der dritte Hit ist ja immer stärker. Das ist das. Ich versuche jetzt auch ein bisschen mehr die Kamera zu benutzen, dass ihr seht, wo die Gegner sind, dass die nicht mehr auf mich gerichtet ist. Ich habe auch eingestellt, dass wenn ich zum Beispiel einen Skillshot landen möchte, was ich ja später habe mit meiner Air-Attacke, da habe ich ja diesen Feuerball, dass dann die Kamera mit dem Skillshot mitgeht. Also dann seht ihr auch, wo das hinführt und sowas. Falls ihr nicht immer auf die Minimap achtet oder gar nicht Pokémon Unite spielt, dann ist das vielleicht ein bisschen... Oh, hallo Absol. Tschüss Absol. Gut gemacht, Pikachu. Ich bin sehr, sehr stolz auf dich. Dafür darfst du dir eine Beere nehmen, wenn du willst. ja, das habe ich eingestellt. Das ist vielleicht ein bisschen angenehmer zum Zuschauen. Gerade für Leute, die dieses Spiel vielleicht nicht immer mal wieder spielen und da nicht so drin sind. Ja, genau dafür. Habe ich sonst noch irgendwas eingestellt? Ich habe noch andere Sachen eingestellt. Ich weiß allerdings gerade nicht genau, was. irgendwas konnte man noch einstellen. Aber ich bin mir gerade nicht sicher, was genau. Egal. Vielleicht komme ich noch drauf. Ich muss auf jeden Fall kurz aufpassen, dass ich hier nicht sterbe. Das wäre ganz gut. Ich glaube, es hat noch gar keiner Punkte gemacht, ne? Die ersten zwei Minuten und keiner hat Punkte gemacht. Tja, was weißt du sonst noch zu erzielen? Ich bin gleich erstmal... Yeah, Kikalo! Geil, hab eine Beere bekommen. Wir klauen mal von unserem Jungle hier die nette Krabbe. Liberlo wurde genervt. Was? Aua! Was echt schade ist. Also er macht weniger Attack. Also er hat weniger Attack Damage von Anfang an. Ich nehme jetzt auch die zweite Beere. I don't care. Kriegt Pikachu halt gar keine Beere. Alle Beeren wegnehmen. Ja, das heißt, seine Attacken sind schwächer. Ich glaube so 14% schwächer auf Level 15 oder auf dem Max-Level auf jeden Fall. Da ist er 10% schwächer. Gerade am Anfang merkt man das leider. Das heißt, die Gegner sterben nicht mehr instant weg. Bin nicht mehr so OP. Aber ich finde, Liberlo ist immer noch mega, mega stark. Funktioniert auch immer noch alles sehr, sehr gut. Aber er ist halt schwächer geworden. Und sein Feint, wie auch in der letzten Folge schon angesprochen, hat weniger Ausweichframes. Das heißt, man muss mehr time, wenn man das einsetzen will, um damit irgendwelchen Angriffen auszuweichen. Aber alles noch im Rahmen. Kann man alles noch bewerkstelligen für dich. Also ich finde Liberlo immer noch stark. Ich finde auch immer noch, dass er mein Main ist auf jeden Fall. Ich habe ihn dafür aber auch schon mehr super viel gespielt. Ich glaube 70 Games oder so. Mit Pikachu habe ich ungefähr 90. Aber Liberlo mag ich trotzdem mehr. So, lass mal gucken, was wir machen können. Wir können wieder den Jungle klauen. Unser Jungle ist sowieso auf der Botlane. Der kriegt seine Krabbe hier sowieso nicht. Da bin ich mir immer nicht sicher, ob ich wirklich den Jungle von meinem Jungler auch klauen soll oder nicht. Weil eigentlich, mir bringt es was und er ist eigentlich nicht da. Da kann man das eigentlich schon mal machen. So, jetzt müssen wir mal kurz aufpassen. Hallo. Nein, du darfst das Ding nicht haben. Das ist so assig. Ich hasse diese Attacke. Von, ich weiß nicht mal, wie der heißt. Quajutsu oder so heißt der. Der kann nämlich machen, dass man gar nichts mehr sieht. Und das ist blöd. Das ist ein ganz schön ausgeglichenes Match, merke ich gerade. Hier liegen überall schon diese Pokebälle darum. Diese Energiebälle. Weil niemand... Nein! Oh Gott! Weil niemand seine Punkte abgeben kann. Ich brauche schnell die Beere. Pikachu, nein, bitte überlebe. Lass mich hier nicht allein zurück. Ja, hat die Beere bekommen. Sehr gut, Pikachu. Okay. Pikachu, wir kriegen das hin. Wir dürfen unsere 60 Punkte nicht verlieren. Wenn wir das Rot dann bekommen, dann haben wir einen krassen Vorteil natürlich. Wir müssen einfach nicht sterben. Und das ist die Hauptsache. Einfach nicht sterben und dann ist alles cool. Wo sind die Gegner hin? Ich finde das blöd. Man sieht gar keinen Gegner.
Jetzt kommen die uns gleich hier angenken und das wäre richtig behindert. Aber unser Zeraora ist erstmal Glück da. Wir haben jetzt auch unsere Feint-Attacke. Das heißt, wir können zumindest eine Attacke ausweichen. Ja, guck, da ist schon deren Jungle. Und Absol ist so unfassbar stark. Aber dieses Absol ist anscheinend ein bisschen dumm. Wo ist es hin? Hä, es ist plötzlich weg? Hä? Das hatte nur noch ein KP. Und ist einfach verschwunden. Was ist das denn für ein Zauberer? Ist ja wild. Das ist wieder. Aber mit vollem Leben. Und tötet mein Pikachu aber nicht. Ha! Ein Bonobo. Guck mal die ganzen Kugeln hier an. Was ist das? Okay, wir müssen die beide jetzt töten. Ich habe meine Ulti. War das schon tot? Nee, wir haben K.O. 2,2. Nice, Mann. Wir machen das Goal hier auf jeden Fall kaputt. Und jetzt können wir die ganzen Pokebälle hier einsammeln. Das bringt einen riesen Vorteil für uns. Das Rote nehmen wir auch noch mit. Dann haben die da ein bisschen zu tun. In der Zwischenzeit können wir hier die ganzen Punkte mitnehmen. Pikachu ist auch schon wieder mega voll. Wenn wir das Rotom in das zweite Goal bekommen, dann würden wir einen mega Vorteil... Nein, Pikachu, wo gehst du hin? Pikachu, lass mich dich allein so... Oh nein, Pikachu. Oh, scheiße. Ich glaube... Nein. Der Stunt auch noch. Oder das Slope, besser gesagt. Bitte lass mich in Ruhe. Ich habe meine Balle in die falsche Richtung geschmissen. Aber habe überlebt. Irgendwie. Okay, das Absol klaut unten Sachen. Aber wenn die da links agieren, könnte ich ja eventuell meine Punkte hier abgeben. Ich weiß, die machen gerade Dreadnought. Aber ich glaube, so 38 Punkte sind schon ganz geil, oder? Und dann können wir die doch... Ach, guck mal, haben sie schon geschafft. Die sind stark genug. Die brauchen uns gar nicht. Ja, ja. Guck, mein Team ist gut. Mein Team carried mich. Und Dreadnought stiehle ich den trotzdem einfach weg. Die armen Gegner. All ihre Träume gehen in Flammen auf. Das Oh, nein. Das Feuer brennt doch in mir. Das Feuer brennt in mir und ihr könnt mich nicht... Oh, nein. Bitte, Klurak, das Feuer brennt in mir, nicht in dir. Oh Gott, nein, der will mich hochschleudern. Okay, er braucht mich nicht mehr hochschleudern. Wow. Der hat aber seine Ulti gemacht, ohne mich hochschleudern zu wollen. Schleudert er jetzt irgendwann anderen hoch? Hat er gar nicht seine Ulti gemacht? Aber der hat doch so komisch gebrannt. Also klar, es ist Glurak und der brennt wahrscheinlich andauernd. Aber ich habe trotzdem gedacht, dass er... So, der hat zum Glück keinen Feuerheiler dabei gehabt. Ey, ich bin so froh, dass dieses Absol nicht so gut ist. Und ich bin froh, es gibt nämlich gerade einen Bug mit Gengar, dass er seine Hexattacke nicht einsetzen kann. Also seinen komischen Teleport kann er nicht einsetzen. Da gibt es irgendeinen Bug, ich kann den nochmal einblenden, wenn ich das nicht vergesse. wo er irgendwie seinen Teleport einsetzt, aber damit kein Damage macht. Und er kriegt dann auch kein... Oh Gott. Bitte lassen Sie mich in Ruhe. Ich setze meine Ulti ein und ich bin trotzdem tot. Okay, cool. Sehr, sehr cool. Pikachu, du rächtst mich, ne? Ja, du rächtst mich bestimmt. Fuck, macht der viel Damage, ey. Was heißt das? Das war seine normale Attacke. Damit hat er so viel Damage gemacht. Das ist Absol. Unfassbar. Ja, aber seine Hexattacke macht kein Damage von Gengar. Heißt, ich werde Gengar jetzt die nächsten Tage nicht mehr sehen können. Vielleicht habe ich dann sogar gute Chancen, in Master zu kommen. Ohne Gengar ist das auf jeden Fall eine gute Sache. Ich freue mich auf jeden Fall. Das ist ein guter Bug, kann von mir aus so bleiben. Keiner braucht Gengar. Keiner braucht diese blöde Attacke von Gengar, selbst wenn er genervt ist. Ich finde diesen Super-Nerf hier, das ist gar kein Bug, das ist ein Feature. Kein Gänse. Ach, guck, das ist aber doch seine Ulti, wenn er so komisch rumschreit. Das komische Glurak. Blödkopf. Du bist gefeuert, Glurak. Du bist gefeuert. Du darfst hier nicht weiter agieren. Okay, schön. Mein Feuer ist stärker als sein Feuer. Mein Feuer... Ach nee, ist auch physisch, ne? Wir sind beide physisch. Richtig weird, dass wir beide physisch sind. Okay, letzten 2 Minuten. Oh, die geben unten Punkte ab. Halt sie auf! Oh, haben sie nicht aufgehalten. GG. Ich glaube, wir haben immer noch ein Lead. Aber wir müssen jetzt wirklich aufpassen. Ach, guck mal, er greift einfach Zapdos an, alleine? Was ist denn mit den Absol los? Jetzt... Oh, nein, ich darf nicht sterben, ich muss ganz schnell weg. Das Absol ist irgendwie mega bad. Ich gehe mal lieber back, damit ich wieder ein bisschen Leben bekomme. Und dann stoße ich mit neuer Energie frisch dazu. Ich habe Sauerstoff getankt, damit mein Feuer weiterhin lodert. Keiner greift Zapdos an, finde ich gut. Und unser Zeraora macht einfach alle platt. Oh, da können wir jetzt ein bisschen aufräumen. Okay, 3 Leute von den Tod. Ich glaube, damit haben wir eine relativ gute Chance. Ja, die sind auch rechts. Also wir könnten die alle kontrollieren, dass wenn sie hier ankommen würden. Ja, das Zapdos kriegen wir. Easy game. Sehr gut. Jetzt schnell zu den Zielen. Damit haben wir, glaube ich, gewonnen. Dann bin ich Ultra. What the fuck? Ey, ich habe seriously fast gar kein Spiel verloren von Veteran zu Ultra. Vor Veteran habe ich sehr viel mehr verloren. Wäre dieses Absol gut gewesen. Oh, der hat 50 Punkte. Oh nein, der hat mir seine Punkte geschenkt. Oh nein, jetzt machen wir die ja richtig kaputt. Oh nein, die haben Gegner. Oh nein, das ist aber Absol. Den töte ich auch noch. Und du kriegst mich auch nicht tot. Du kannst mich mal. Ich habe meine Fate-Attacke. So, jetzt komm her. Du bist nur Level 13, ich bin Level 15. Full Level. Und dich mache ich auch noch platt. Na! Okay, ja, wow. Wow, danke für den Lag. Wow. Ohne Lag hätte ich den bestimmt getötet. Aber ich glaube, das ist es. Das ist es. Wir haben's. Ey, locker. Ich tippe jetzt einfach mal da drauf.
dass wir 300 Punkte mehr haben. Mindestens. Time's up. Ja, komm, die haben nur 200 oder so. Ja, 300. Geil, Mann. Sogar MVP. Guck, dann habe ich es doch sogar verdient. Dann habe ich es doch sogar verdient, hier Ultra zu sein. Nice, ihr wart alle geil. Ich mag euch alle. Ultra ist richtig gut. Das ist halt wirklich wie Diamond in League of Legends, würde ich sagen. Jetzt kommt nur noch Master als nächstes. Ist, glaube ich, auch in der... Guck mal, da hat noch jemand alle geliked. Süß, 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 süß. Awesome. Also ich habe meine Elo noch nicht gefunden, muss ich ganz klar sagen. Ich glaube, da ist noch einiges drin. Also solange... Die haben sogar Liberlo genervt und ich krieg trotzdem hin, MVP zu werden. Wild. Einfach nur wild. Boah, ich würde hier einfach 15.000 Aeos-Tickets bekommen. In Master 20.000. Das kriegen wir hin, Leute. Das kriegen wir hin. Dann auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Und tschüss.